Hier sind Magdalena und Andreas, hallo, vom Bullpreneur Podcast mit den Themen rund um Beziehung, Partnerschaft, Zusammenarbeit und Online-Business. Ja, und zurzeit läuft ja der Online-Business-Kongress noch und deswegen wollen wir dir heute noch einen kurzen Einblick geben zum Online-Business-Kongress. Und es wird nämlich als Folge Nummer 36 unser Interview beim Kongress geben. Annika Bors war so lieb, uns zu interviewen. Sie ist Podcast-Expertin von Podcast Wonder. Sie stellt uns Fragen, was unsere Motivation war, ins Online-Business zu starten. Sie fragt uns auch, welche Tipps wir haben, wenn man alleine starten möchte oder was auch wichtig ist für die Zusammenarbeit als Paar. Wenn du also mehr über uns erfahren willst, dann hör rein und viel Spaß mit der Folge 36. Viel Spaß. Schatz, kommst du mal? Der Podcast Dupreneur läuft wieder. Ja, Moment, gleich. Ich bin noch gerade beschäftigt. Ja, aber es ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehung, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können. Wir sind Magdalena und Andreas, die zwei Macher vom Duopreneur Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Online-Business-Kongress. Hier ist wieder der Andreas und auch wieder die Magdalena jetzt an meiner Seite. Und heute ist es eine ganz besondere Situation für mich, denn ich sage quasi mein eigenes Interview an. Ja, die Annika ist so lieb und wird der Magdalena und mir ein paar Fragen stellen, generell zum Thema eben, was ist unser Warum, passend zum heutigen Tag vom Online-Kongress. Und ja, Annika, ich übergebe soweit das Wort an dich. Vielen Dank eben, dass du so freundlich bist und soweit die Rolle der Moderatorin übernimmst. Ja, ganz lieben Dank, dass ich das machen darf. Freue ich mich auf jeden Fall, so ein paar Fragen zu stellen. Vielleicht könnt ihr euch mal zum Anfang den Leuten mal ganz kurz nochmal vorstellen, wer ihr so seid, was ihr so macht und ja. Ja, ich bin Magdalena und bin gemeinsam mit dem Andreas eben seit bald 3 Jahren im Online-Business. Wir haben damals unsere ersten Schritte gemacht, mit einem Blog gestartet, Online-Kongresse, dann kam ein zweiter noch dazu. Ursprünglich bin ich gelernte Veranstaltungskauffrau und das kam mir sehr zugute, meine ganzen Fähigkeiten, die ich da eben auch jetzt hier im ganzen Online-Bereich immer wieder einbringen kann. Und ich habe in den letzten Jahren auch mich fit gemacht im Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Das begleitet uns sehr auf dem Weg im Online-Business und das wollen wir auch weitergeben. Ja, genau. Ich bin der Andreas und zusammen mit der Magdalena eben haben wir den Blog Zweimacher gestartet und haben eben so dokumentiert, wie wir ins Online-Business gestartet sind, eben mit Affiliate-Marketing, dann eben mit entsprechend Online-Kongresse, weil ich bin selber studierter Informatiker sozusagen und war natürlich dann passend, dass wir eben IT und Veranstaltung kombinieren, eben zu Online-Events beziehungsweise Online-Kongresse, haben dann eben den ersten Online-Kongress veranstaltet zum Thema wie komme ich ins Handeln, wie komme ich ins Machen. Da haben wir über 25 Veranstalter von Online-Kongressen interviewt, wie die eben ihren Kongress veranstaltet haben, wie die ins Online-Business gestartet sind. Und dann haben wir den zweiten Kongress veranstaltet, den Verlieben-Kongress. Dort haben wir soweit eben, sage ich mal, die Nische gewechselt. In eine Nische eben, wo sich auch online Geld verdienen lässt, eben im Bereich Partnersuche. Und dort eben Partnerexperten oder Partner, also Single-Experten-Interview zum Thema, wie finde ich einen Partner? Und haben da eben dann auch nochmal einen Relaunch dazu gemacht. Und jetzt ist es soweit bei uns, dass wir eben generell im Bereich Online-Business unterstützen für Leute, die eben Online-Projekte starten wollen. Und wir nutzen eben einfach die freie Zeit, die Einteilung, entsprechend eigene Projekte zu starten, eben jetzt wie jetzt den Online-Business-Kongress. Oder wir haben eben zusammen auch einen Podcast, einen Dupreneur-Podcast für Paare im Online-Business. Da geht es generell eben um das Thema Beziehung, Partnerschaft, Zusammenarbeit und Online-Business. Und ja, das ist das, was wir so machen.
Ja, sehr cool. Und war für euch am Anfang gleich klar, dass ihr beide das zusammen starten wollt oder seid ihr auch mal so getrennte Wege gegangen? Wir waren vor 3 Jahren noch beide fest angestellt und haben auch schon lange davor den Wunsch gehabt, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam mehr Zeit zu verbringen für unsere Partnerschaft. Und ja, da haben wir uns viele Bücher durchgelesen, was könnten wir denn machen gemeinsam, hatten viele Ideen. Der Andreas ist auch jemand, der sehr, sehr, sehr viele Ideen immer hat. Und das fiel uns nicht einfach, uns auch dann festzulegen oder unsere Richtung zu finden anfangs, bis wir einen Online-Kongress angeschaut haben. Und da war für uns dann recht schnell klar, ach, Online-Kongresse, das ist eine super Möglichkeit, wie wir unsere Fähigkeiten in einen Topf werfen können und uns vor allem auch richtig ausprobieren können. Aber letztendlich, also es stand nie so weit eigentlich so zur Debatte, dass jeder für sich irgendwie was am Anfang anfängt. Das haben wir schon immer gesagt, nee, wir wollen das am Anfang zusammen starten, was ja nicht ausschließt, dass man eben trotzdem eigene Projekte mit der Zeit eben angeht. Aber so haben wir einfach festgestellt, dass zweit die Unterstützung viel größer ist, auch die entsprechende Motivation, sich immer wieder eben zu sagen, hey, ah, wir machen das jetzt weiter. Und eben auch gerade, wo wir eben noch fest angestellt waren, haben wir das dann eben nebenberuflich gestartet. Und so war es eben extrem wertvoll, nicht alleine zu sein und dann mit einer kurzen Zeit schon wieder sagen, nee, ist doch nichts, sondern dass wir dann uns weiterhin gestärkt haben und ja, weitergemacht haben. Das machen wir nach wie vor immer wieder. Denn wenn man unterwegs ist oder generell selbstständiger, ist ja immer, dass irgendein Tief kommt oder irgendwie mal, ja, Motivation wegbleibt und da gibt es ganz viel, was wir immer wieder neu machen. Spannend. Und aus welcher Motivation heraus habt ihr den Weg zu zweit auch, also was, ja, warum habt ihr das gemacht? Ja, würde ich mal anfangen, weil wir gerne sehr viel Zeit miteinander verbringen und so eben wirklich die Möglichkeit haben, entsprechend sich dort auszutauschen und vor allem, weil es die Möglichkeit gibt, ja, zusammen eben die Zeit einzuteilen, aber auch zusammen das zu machen, was einen Spaß macht und eben wirklich so selbstbestimmt entsprechend entscheiden zu können. Und so war eben unser großer Traum, auch die Vision da eben wirklich, auch wenn Kinder kommen und das ist ja bei uns ist der Fall, dass wir jetzt dann Eltern werden, dass wir wirklich dann auch entsprechend unsere Zeit so einteilen können. Und zum anderen eben war der Wunsch, dass wir nicht in einer Großstadt leben. Den Wunsch haben wir uns eben auch erfüllt, dass wir rausgezogen sind außerhalb von München und wirklich jetzt was Ortsunabhängiges uns aufbauen. Und natürlich sagen wir auch den Leuten, es ist natürlich auch möglich, das Ganze alleine zu machen. Aber aus unserer Sicht, also wenn man eben eine gute Partnerschaft hat und eben wirklich den Wunsch hat, auch zusammenzuarbeiten, ist eben das Beste, was man machen kann, wirklich sich zusammenzutun und ja zum einen ein ortsunabhängiges Business zusammen aufzubauen und das gemeinsam zu starten. Aber wie gesagt, das Ganze geht natürlich auch alleine, aber dann sollte man sich natürlich auch entsprechend andere Hilfe holen, um dann eben nicht komplett alleine dazustehen. Jetzt hast du sehr, sehr viel schon gesagt. Es bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, was die Motivation zu deiner Frage zurück. Ja, auf jeden Fall der Punkt, gemeinsam mehr Zeit haben zu können als davor im Festangestellten-Dasein war für uns ganz elementar, weil dann ist man damals einfach von Arbeit gekommen, hatte Arbeitsthemen im Kopf und am Wochenende Beziehungen ausleben sozusagen und es hat sich so angefühlt, ja, wie das berühmt-berüchtigte Hamsterrad. Uns hatten dann die Perspektiven auch gefehlt und wir hatten einfach gar keine Lust mehr darauf. Wir wollten was wirklich Eigenständiges machen und das war so ein großer Motivator für uns. Das hat so viel Kraft freigesetzt, das muss ich auch nochmal wieder betonen, wenn man dann einfach das findet, was man machen will, das kann unglaublich viel Power entfachen. Absolut. Und habt ihr da für euch auch irgendwie einen Weg gefunden, wie ihr das aufteilt? Also ist jetzt der eine für so Themen wie Marketing zum Beispiel zuständig und der andere für die Technik oder wie läuft das bei euch ab? Ja, also ich mache die Technik. Ich mache die Technik und die Materie macht alles andere. Also wir haben einen super Mix gefunden. Von Anfang an haben wir gar nicht so drüber nachgedacht, wie ist die Aufteilung. Es war einfach klar. Es war recht klar, Anne macht die Technik und ich mache halt sehr viel im Thema Planung, Organisation, Kommunikation. Also gerade bei Online-Kongressen gibt es halt viel zu organisieren und viel schreiben, auch einen Blog schreiben. Und ja, mittlerweile hat sich das super eingespielt bei uns.
Genau, bei uns ist in manchen Fällen auch, sage ich jetzt mal, auch Richtung Podcast oder Instagram und sowas dann nicht so ganz strikt aufgeteilt. Jeder macht dann auch einfach das, was einem liegt oder Spaß macht. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man nicht sagt, oh, jemand macht jetzt nur die Aufgaben, die keinem gefällt, sondern dass man sich da auch einfach einig wird. Und prinzipiell ist natürlich wirklich der Vorteil dann zu zweit, dass man sich eben die Aufgaben entsprechend aufteilen kann, ja, dass man mit zweifacher Power sozusagen halt an einem Projekt arbeiten kann und wirklich dann auch drauf schaut, was sind die Stärken von dem einzelnen Personen und dass man das dann übernimmt oder vor allem, dass man auch schaut, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch eben mal hilft, weil bei uns ja zum Beispiel so, wenn wir viel in WordPress arbeiten, da Beiträge bearbeiten, klar, war natürlich schon soweit am Anfang ein paar Nachhilfe sozusagen so notwendig, aber das ist ja dann das Gute, dass es dann mit der Zeit sich ja wirklich auszahlt und dass man sich dann auch gegenseitig unterstützt und gerade solche Situationen sind, glaube ich, auch extrem hilfreich dann entsprechend für eine Partnerschaft, aber es wäre natürlich auch hilfreich, wenn man eben zu zweit unterwegs ist, auch nicht in der Partnerschaft, sondern so wirklich zusammengeschweißt wird und sich gegenseitig ergänzen kann. Ja, danke, dass du es auch schon gerade so gesagt hast, weil das hätte ich sonst als nächsten Punkt angebracht. Wie wertvoll die Zeit war am Anfang für mich, mich da einzuarbeiten. Danke Andreas, der mich da so in die Technik eingeführt hat. Und immer gesagt hat, probier das und mach mal. Und also ich bin ins kalte Wasser gesprungen immer wieder. Für mich war das relativ neu. Also überhaupt halt einfach einen Blog starten, überhaupt da WordPress. Und ja, jetzt dann bis hin zu vor die Kamera gehen, was dann dein Thema ist, Podcast machen oder sowas in der Richtung, ja. Also es ist wirklich, wir haben viel, viel probiert und auch immer wieder festgestellt, was funktioniert für jeden von uns, für uns gemeinsam, was wollen wir machen oder was lassen wir gleich bleiben und gehen es gar nicht erst an. Also es ist einfach eine riesen Herausforderung immer wieder und wir wachsen da beide immer weiter. Und gibt es irgendwie Herausforderungen in der Zusammenarbeit, gerade als Paar stelle ich mir das auch, ja, ich meine, ihr seht euch dann wirklich ja, ihr seht euch ja rund um die Uhr letzten Endes, ne? Andere Partner, die dann vielleicht Angestellten sein sind, die sehen sich halt nicht so häufig. Also gibt es da irgendwie Herausforderungen? Erzählt mal. Gute Frage, eine gute Frage, die ich oft im Podcast anderen Unternehmensfragen stelle. Naja, also generell sind wir ein Paar, die halt sehr wenig Streit haben oder eigentlich so gut wie keine, eure Konflikte immer relativ schnell handhaben. Aber klar ist bei uns zum Beispiel auch rein vom Arbeiten her, also dass wir schauen, dass wir schon auch zum Beispiel zwei getrennte Arbeitsplätze haben, dass man sich da halt nicht stört. Es kommt aber, glaube ich, auch darauf an, wie die Paare das gewöhnt sind, auch so von ihrer bisherigen Arbeit. Also weil manchmal ist bei uns auch gerade so, dass es natürlich gut ist, dass man eine Atmosphäre hat, dass man nicht alleine ist. Und die Herausforderungen sind, glaube ich, auch eher bei uns, dass man wirklich sich dann eben Zeit nimmt, also mal nicht nur über die Arbeit zu sprechen, weil es mit der Zeit, wenn man was tut, was man liebt, fällt es einem gar nicht mehr so auf, dass es dann die Arbeit ist. Oder da ist es auch der Vorteil, man kommt einmal, zack, irgendwie die Idee und dann kann man das gleich fürs Business nutzen. Aber oftmals ist es dann halt irgendwie schwierig, wenn man das dann irgendwie trotzdem im Urlaub hat oder irgendwie unterwegs ist, wo man eigentlich dann sagt, hey, da sollte jetzt eigentlich nur mal Paarzeit sein sozusagen. Aber das ist auch das, was wir eben anderen Paaren empfehlen oder auch ganz vielen Interviews gehört haben, dass das halt ein wichtiger Schlüssel ist, dass man eben sich Zeit zu zweit nimmt. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, das würde ich auch sagen, ist wirklich Nummer eins, auch mal abschalten von diesem ganzen Online-Business und dem Arbeiten, obwohl sich eben viel vermischt und wieder wirklich sehr, sehr stark unterwegs sind und auch viele Leute und Menschen kennen, die auch online unterwegs sind. Aber das ist der Punkt eins, wirklich auch mal Auszeiten bewusst zu nehmen, sich dran zu halten. Und was mir noch einfällt, ist auch gegenseitig eben darauf zu achten, dass jeder auch so seinen Freiraum hat. Also, dass man eben sagt, hey, ich möchte jetzt mal da irgendwo alleine hingehen oder die Sachen hat, dass man das entsprechend eben auch in der Partnerschaft diskutiert und halt schaut, oder wie es auch sinnvoll, zum Beispiel auf Fortbildungen zu gehen. Ja, dass man sagt, ah, da müssen wir jetzt nicht zu zweit hingehen, sondern das ist jetzt praktisch dein Hauptthema, da gehst du hin und hast die Weiterbildung. Und sowas eben zum Beispiel auch dann zu nutzen. Das, aber auf der anderen Seite, klar, ist es auch wieder die Herausforderung, wenn man es vielleicht sieht, man hat jetzt halt dann irgendwelche Konferenzen oder Weiterbildungen, wo man dann physisch zu zweit hingehen würde, dann muss man auch wieder in dem für zu zweit zahlen. Das ist vielleicht, kann ich mir bei anderen Paaren vielleicht auch vorstellen, dass sie überlegen, ah, okay, da müssen wir jetzt vielleicht wieder zwei Tickets kaufen oder sowas. Weiß nicht, das wird dann vielleicht nochmal eine Herausforderung sein.
Was mir auch noch gerade so in den Kopf kam, ist, wenn man jetzt mal bewusst irgendwie mal sich eine Auszeit nimmt oder mal das Wochenende macht oder so, ne, das gibt es ja auch schon die Tage mal, auch als Selbstständiger, redet ihr dann übers Business oder redet ihr nicht übers Business dann? Also wie ist es bei euch integriert? Ich habe schon gedacht, jetzt stellst du die Frage, wie ist dann mit der Technik, kommt die da mit? Das wäre auch eine gute Frage. Also manchmal ist es schon so, dass wir bewusst auch wegfahren und dann geht es halt auch um ein Thema. Aber es gibt dann schon einen Punkt, da schalten wir ab und dann geht es dann wirklich um andere Dinge. Also ums Entspannen hauptsächlich. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, wir waren jetzt die ersten 2 Wochen auf Teneriffa, also in der ersten Januarwoche des Jahres auf Teneriffa. Und da haben wir auch schon gesagt, oh ja, wir nehmen unsere Sachen mit und wir arbeiten komplett und so weiter. Das haben wir, glaube ich, dann die ersten 1-2 Tage gemacht. Und dann haben wir gesagt, nee, sind wir blöd, wir wollen jetzt hier auch einfach ein bisschen Urlaub haben. Und dann war es aber einfach so, dass wir die Podcast-Folge rausbringen mussten. Dann waren wir wieder froh, dass wir halt sozusagen halt dann den Laptop alles dabei hatten. Da haben wir uns halt irgendwo ins Internetcafé gesessen dann. Und da schauen wir schon, dass wir natürlich das dann trennen. Ah, okay, jetzt gearbeitet oder jetzt machen wir einen Ausflug. Aber klar ist es mal, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist und dann kommt einem da die Idee oder oh, das müssen wir heute Nachmittag noch machen. Klar kommt es auch vor, dass man sozusagen trotzdem, wenn man jetzt quasi gemeinsam eine Zeit hat, dann die Idee hat, aber da muss man auch schauen. Also was wir zum Beispiel auch sagen, ist, dass wir beim Essen immer strikt schauen, dass man vielleicht nicht ganz die Business-Themen weglässt, aber auf alle Fälle die Technik weglässt, ja. Also die, das Handy und so weiter eben weg ist in bestimmten Zeiten. Wir kriegen da mal eine ganz, ganz gute Balance hin. Also das ist mir auch ganz arg wichtig und das kriegen wir ganz gut hin. Gute Strategien auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist ja so, nicht jeder hat ja einen Partner an seiner Seite. Und was empfehlt ihr denn Leuten, die alleine sind und vielleicht trotzdem mit jemand anderem zusammen auch arbeiten wollen? Und wie findet man den? Oder ja, was habt ihr für Tipps? Also auf alle Fälle, wenn man Single ist und einen Partner finden will, auf alle Fälle mal unser Verlieben-Kongress-Paket anschauen. Naja, erstmal einen Partner zu finden. Und aber natürlich gibt es ja insgesamt auch Paare, die zusammen sind und die sagen, nee, wir möchten aber gar nicht mit meinem Partner zusammenarbeiten. Das gibt es natürlich auch. Aber ich würde trotzdem eben diese Methodiken, die dahinterstehen der Zusammenarbeit als Paar entsprechend auch mitnehmen. Und ich sage auch immer, man sollte doch eigentlich im Berufsleben, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, so vorgehen, als wäre es mein Partner. Ja, also ohne das Sexuelle natürlich, sage ich mal dazu. Aber am bestenfalls kommuniziere ich doch so. Ich versuche, den anderen so zu verstehen und so weiter, als wäre es mein Partner. Dann wäre es doch eigentlich die beste Arbeitsbeziehung, die man sich insgesamt vorstellen kann. Und aber wenn ich natürlich alleine bin, dann ist es natürlich halt wichtig, dass ich mir Unterstützung von anderen suche. Also sei es denn jetzt zum Beispiel Coaches oder Consultants, aber es muss jetzt auch nicht immer Leute sein, die jetzt eben dann halt Geld kosten, sondern dass man eben vielleicht schaut, ich meine, im Rahmen vom Kongress wurde auch schon viel über den Citizen Circle gesprochen. Ich meine, das kostet in dem Sinne auch erst wieder Geld. Aber dort gibt es halt die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, entsprechend Mastermind-Gruppen zu bilden. Aber ich würde auch Einzelpersonen wirklich raten, also wirklich auf zu Veranstaltungen zu gehen, also Meetups oder dann eben vielleicht auch selbst initiieren, dass es selbst eine Mastermind-Gruppe zum Beispiel starten. Ne? Und ich finde auch diese Mischung offline-online ganz wichtig. Also gerade da, dass es hier um Online-Business geht, finde ich sehr wichtig, auch sich in der Welt zu zeigen und immer wieder auf Veranstaltungen zu gehen. Haben wir auch gemacht, manchmal sehr intensiv, aber das trägt Früchte, auch in der Zeit vielleicht erst, weil da kommt dann irgendwann mal ein Kontakt wieder auf dich zu, man hat sich da mal persönlich getroffen, das ist dann einfach auch eine ganz, ganz andere Bindung, die man dann auch gleich hat. Oder natürlich jetzt auch mit Leuten, die wir ganz am Anfang beim Kongress dabei hatten, vor 3 Jahren, haben wir jetzt wieder Kontakt, also es ist einfach immer schön, wenn man da sich eben kennenlernen kann und austauschen kann und in Verbindung bleibt. Aber als Einzelperson auf alle Fälle halt dann nicht zu sagen, oh ja, ich bin jetzt ein Einzelkämpfer und ich mache das alles, sondern gerade im Online-Business bietet es sich halt an, mit anderen Kooperationen einzugehen oder eben auch mal nachzufragen, hey, kann ich bei dir zum Beispiel einen Blogartikel schreiben oder könnte ich bei dir zum Beispiel im Podcast sein oder könntest du vielleicht gegenseitig interviewen oder eben sowas, wie wir jetzt machen, dass wir dich gefragt haben, möchtest du denn beim Online-Business-Kongress mit dabei sein zum Thema Podcasting?
Und, was wir sehr empfehlen können, wenn du es noch nicht gesehen hast, unbedingt die Folge mit Anja und uns beiden anzuschauen. Der Podcast, weil es wirklich sehr spannend ist. Aber das finde ich eben auch wichtig. Im Online-Business-Bereich ist es so, ja, eben es ist Miteinander oft und nicht so Ellenbogen und nicht so Konkurrenzdenken, sondern einfach, ja, dieses Geben, Nehmen, Win-Win-Win oft. Ja? Also, dass jeder was davon hat. Ja, das kann ich auch nur so unterschreiben. Also, das finde ich auch großartig. Das ist mir auch fremd gewesen, bevor ich so in diese ganze Online-Welt reingekommen bin, weil in der klassischen Welt ist irgendwie nur Ellbogen gefühlt. Ja. Ja, und jetzt hat man jetzt einen Partner an seiner Seite gefunden, mit dem man zusammen das Business starten will. Was habt ihr denn für Starter für Tipps? Also generell sollte ich ja erstmal schauen, wie passen wir zusammen? Also bin ich jetzt zum Beispiel jemanden, der eben, welche Tätigkeiten übernehme ich gerne und was liegt mir eben auch nach außen zu gehen, da auch ein bisschen die Stärken und Schwächen anzuschauen von dem Gegenüber und da, wie wir vorhin schon gesagt haben, eben entsprechend so eine Aufteilung zu machen und dann auch zu schauen letztendlich, was ist meine Zielgruppe, ja, an wen möchte ich mich wenden jetzt von meinem Business, dann aber natürlich auch zu schauen, ganz wichtig, welches Problem möchte ich lösen? Also bei uns jetzt, wenn wir als Beispiel rausnehmen, wir bieten zum Beispiel Paaren die Möglichkeit, zusammen zu starten. Dann helfen wir ihnen, was sind die Möglichkeiten entsprechend am Anfang oder was sind die, also was für Probleme habe ich am Anfang, wie kann ich starten? Ja, das ist genau das, worüber ich jetzt sozusagen auch spreche, ist ein bisschen verzwickt, aber sozusagen, dass man halt wirklich einfach sich nochmal Gedanken macht, ja, wo kann ich helfen? Also entsprechend, wenn ich jetzt zu zweit starte, habe ich im Idealfall ja irgendwas, wo aus der Kombination von beiden wirklich auch nochmal ein Mehrwert entsteht für die anderen. Also bei uns ist es ja wirklich so die männliche und weibliche Energie, zu sagen, schaut mal, wir können es auch entsprechend in der Zusammenarbeit mit euch dann ja auch in Männer und Frauen reinversetzen und zu schauen, wie sind die entsprechenden Seiten und können euch so helfen. Und ja, dass man dann sehr stark auch ein Produkt entwickelt, dass man nach außen geht, also dass man ein Angebot hat nach außen. Und das werde ich aber auch soweit dann nochmal in meinem Einzelinterview sozusagen halt besser besprechen, was sind so die einzelnen Schritten vom Anfänger zum Profi. Aber was am Anfang eben ganz wichtig ist, ist wirklich machen, also ins Handeln kommen. Deswegen heißen wir ja auch eben so mit einer Startidee die zwei Macher. Also nur durchs Handeln, durchs Ausprobieren ist der wichtigste Tipp, kommt man entsprechend, also ein Tipp zum Beispiel, einfach mal mit Affiliate-Marketing anfangen, ja, also zum Beispiel jetzt hier diesen Online-Kongress weiterempfehlen, zu sagen, schaut mal, also sich bei Digistore24 anmelden und den Kongress weiterempfehlen, wäre schon mal ein erster Schritt, um in den ganzen Online-Business reinzuschnuppern, das ist zum Beispiel ein Tipp konkret zum Anfangen, weil man da schon sehr viel von lernen kann. Und mein Tipp, den ich noch gerne ergänze, nicht so lange zu warten und nicht auf die perfekte Idee zu warten, sondern lieber mal auch unperfekt anzufangen, getreu diesem Spruch, den man auch wieder ständig überall liest und hört, aber hat einfach viel Wahrheit in sich. Ja, eben lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Cool. Und habt ihr jetzt zum Schluss noch irgendwie noch den letzten Tipp für die Leute da draußen? Ja, generell ist unser Standardtipp eben, macht den Anfang. Also und letztendlich versuch's nicht so weit irgendwie alleine oder denk, also was oftmals das Problem ist bei uns auch, zu sagen, ah, das finden wir jetzt cool, sondern frag die anderen Leute, was sie eben gut finden. Ja? Also und das entsprechend dann zu machen und ja, einfach, wie gesagt, dann anzufangen und vielleicht gar nicht so stark über die Sachen drüber nachdenken, sondern einfach in die Umsetzung, ins Handeln kommen. Das ist wirklich das, was uns auch am weitesten gebracht hat. Und eine Ergänzung wieder. Es ist mir noch eingefallen, sich inspirieren zu lassen von anderen, durchaus sinnvoll, zu schauen, was machen andere in den Bereichen, in denen ich auch gehen möchte oder in denen wir gehen möchten. Aber vor allem dann auch schauen, was macht mich aus und bei sich selber bleiben und nicht zu stark immer, ach, das gibt's doch alles schon, das machen doch alle anderen schon und einfach bei sich bleiben und weiter den Weg gehen und Durchhaltevermögen zeigen. Mhm. Schön. Ja, ich danke euch für diese Tipps. Es war sehr interessant, wirklich, ja. Danke, wir danken dir. Sehr gern.
Ja, danke schön, dass du in dem Fall uns interviewt hast im Rahmen von Kongress eben zum Thema Findet dein Warum oder auch, dass wir eben euch kommuniziert haben, was unser Warum ist. Und wenn ihr natürlich noch mehr darüber wissen wollt, könnt ihr ganz einfach auch einfach an E-Mail schreiben, info@zweimacher.com an uns beide, dann schreiben wir gerne zurück. Werde ich in dem Fall natürlich auch gerne halt unten noch verlinken, weitere Infos über uns und hört auf alle Fälle dann rein. Ich glaube, es sollte am 8. Kongresstag sein, dann zum Thema, wo bekomme ich mehr Reichweite oder wie starte ich entsprechend auch meinen Podcast oder was ist ein Podcast überhaupt, dann mit der Annika zu hören. Und das war es soweit erstmal vom Online-Business-Kongress. Von Annika, Magdalena und von mir, von Andreas. Schön, dass du mit dabei warst. Schön, dass du mit dabei warst. Das war dein Duopreneur-Podcast mit Magdalena und Andreas. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes von dir. Dankeschön.